Wir sind Nadja und Norbert. Nun sind wir beide 60 Jahre alt und gehören somit zu dem Club der lebenslustigen Senioren. Und was machen lebenslustige Senioren zum Beispiel? Sie kaufen sich ein Wohnmobil. Und genau das haben wir getan. Ab 19. März 2021 sind wir stolze Besitzer eines Globescout Plus Van 6 Meter, angetrieben von 160 Pferdestärken. Unser Ziel für die Zukunft ist es, an die schönsten Orte Europas zu reisen, Abenteuer zu erleben, jeden Tag unabhängig zu sein und die kulinarische Vielfalt der einzelnen Länder zu entdecken. Begleiten wird uns unsere kleine Norfolk Terrier Hündin Zauberfee Fienchen, die uns seit 2017 mit ihrer Dauerbespaßung auf Trab hält. Ja, geradeaus, Familienlagune. Ja, jetzt geht's in die Familienlagune. Mit lauter Häuser. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich glaube, es sind Ferienhäuser. Lauter Ferienhäuser. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Aber Else, nun halt doch mal deinen Mund. Büsum. Da war das Schild. Büsum. So, nun sind wir gleich den da. Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Also rechts. Familienlagune gebührenfrei. Parkplatz Familienlagune. Da stehen schon Wohnmobile. Da steht auch schon Wohnmobile, genau. Sie sind am Ziel P1. Das Ziel liegt links. Das Ziel liegt links. So, dann lass uns mal weiter nach vorne. Guck mal, die stehen ja hier alle so länglich. Dann lass uns doch hier rauf fahren oder da rauf fahren. Oder willst du weiter nach vorne? Ich kann doch da. Das da? Ist. Nee, da nicht. Weiter ein nach weiter nach vorne. Wir haben noch Zeit. Schauen wir mal. Aber nachher kommen die ganzen PKWs. Das kann durchaus sein. Oder war das? Das war vorne für die Wohnmobile. Wir müssen noch mal umdrehen. Wieso? Oder da? Da ist schön. Da das hinten? Hier. Da. Da. Da? Da. Thank you.
Schwanz drücken, abziehen. Naja, wie sagt man denn sonst? Ja, nochmal so. Ja, also. Ups. Krabbe auseinanderziehen. Einmal das Genick brechen. Schwanz drücken, abziehen. Einmal rundherum abdrücken und ziehen. Und die Krabbe ist fertig. Wunderschöner Tag geht nun zu Ende. Es war herrlich in Büsum, aber wir waren viel zu warm angezogen. Die Wintersachen hätten wir eigentlich zu Hause lassen können. Nun sind wir auf dem Heimweg und wir freuen uns schon auf unsere Couch, dass wir die Füße hochlegen können. Aber normalerweise haben wir uns das Wohnmobil ja gekauft, um auch ein bisschen zu übernachten und vielleicht noch 2-3 Tage länger zu bleiben. Aber Corona macht es leider nicht möglich. Also müssen wir noch ein bisschen warten und ein paar Tagestouren machen. Aber zum Kennenlernen des Wohnmobils ist das natürlich super. Also, wenn ihr dabei bleiben wollt und noch mehr von uns sehen wollt, Daumen hoch oder ihr könnt uns auch abonnieren. Wir würden uns sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag, Nadja, Norbert und Fiebchen. Tschüss!